Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück auf der Deutschlandkarte in Transportfieber 2. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wir blicken auf Frankfurt am Main und darum soll es heute in der Folge gehen. Wir wollen hier ein bisschen den ÖPNV in Gang bringen, denn im Moment ist ja ganz Frankfurt-Sachsenhausen noch hier vom Hauptbahnhof abgeschnitten. Frankfurt am Main Ost und Frankfurt am Main, ja, hat schon eine relativ gute Abdeckung, müssen wir aber auch noch mal für sorgen, dass hier ein bisschen was fährt und da müssen wir natürlich hier rüber, ne? Nach Sachsenhausen und wir müssen eine Verbindung schaffen hier. Müssten wir nicht, aber möchte ich einmal hier über das Gleisvorfeld eine schöne Brücke und hier drüben mal schauen. Man könnte auch einen Tunnel mal bauen. Muss ja nicht immer eine Brücke sein. Ich denke mal, hier ist ein Tunnel, vielleicht sogar besser. Aber hier drüben mit der Brücke müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir hier das Gleis noch rausziehen. Hier möchte ich dann mitfahren quasi bis nach Kassel. So, hier nach Kassel fahren und dann einmal hier nach oben, ne, dass wir hier von Frankfurt auch Richtung Norden kommen. Dafür muss hier vorne das Eckchen einmal weg. So, machen wir Pause. Nicht, dass die Stadt meint, sie müsste hier wieder eine Straße hinpflanzen. Machen wir hier mal einen Gleisabstand dazwischen. Das hier dran. Ja, ich weiß, es ist eine andere Textur, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ist ja öfter so in der Realität, ne, dass es da auch verschiedene Texturen gibt bei den Gleisen. Texturen. Schwellen, nicht Texturen. In der Realität sind es ja keine Texturen, sondern unterschiedliche Gleisschwellen oder Schotterfarben. Das kommt ja auch schon mal vor. Dann fahren wir hier hinein. 95 ist okay und fahren hier wieder hinein. So, das muss einmal weg. Dann bauen wir hier die Signale hin und bauen uns aber hier noch eins hin und hier vorne noch eins hin. Dann wäre die Seite quasi schon mal abgedeckt. Ne? Und dann mal gucken, wie wir hier die Brücke drüber bauen. Hier ist schwierig, weil hier die Rampe ist. Nehmen wir das hier einmal weg. Und dann würde ich die Brücke. Hier wird auf jeden Fall eine Tram fahren. Dass wir die Brücke einmal hier drüber ziehen. Dass sie vielleicht sogar bis zum Berg da oben geht. Na, Brücken bauen ist so super. Nach hier oben. Müssen wir aber erstmal hier. Gerade. Was nehmen wir da für eine Brücke? Die hängt zu tief, die brauchen wir gar nicht nehmen. Ich würde hier vielleicht sogar. Brauchen wir L? Oder brauchen wir hier M? Ne, M ist zu klein. Ach, klicken wir mal hier oben drauf, ist vielleicht besser, ne? L ist okay. Wand. Busspur und Tramgleise und dann einmal hier rüber. Nach hier oben. So würde das gehen. Gerade. Das ist aber nicht gerade. So geht das. Ist das gerade? Ist das gerade oder das? Nee, das ist gerade. Von der Höhe? Boah. Doch, passt perfekt eigentlich von der Höhe, ne? Das ist schon super. Muss man eine kleine Kurve reinbauen. So. Aber auch nicht so schlimm. Eben ging es doch. Warum geht es jetzt nicht? Jetzt kollidiert es. Eben ist es nicht kollidiert. Macht er nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Eben ist es da auch nicht kollidiert. Eben hat es doch genau gepasst.
Ach, Transportfieber. Eben war doch die Höhe perfekt. Was macht denn das Spiel jetzt? Ja, okay. Wenn wir das so bauen. Aber was ist das hier? Den Part hier weg. Dass wir hier drüber kommen. Okay. Stückchen zurück. Die bauen wir dann aber auch gleich nach hier drüben. Hier ginge das Ganze wahrscheinlich auch mit Kurve, ne? Genau. Dass wir hier schon mal einmal dann rüberfahren. So. Bogen nach unten. So gefällt mir das. Das ziehen wir mal hier raus. Gerade. Nicht als Tunnel. Und dann zack, einmal hier dran. Sehr schön. Dann haben wir hier die Verbindung geschaffen. Durch und machen hier quasi wie eine Wendeschleife rein, dass wir hier einmal drehen und wieder zurück. Das nehmen wir hier auch raus. Ich finde das eh nicht so gut, wenn die Industrien in den Städten liegen. Hier drehen wir einmal. Quasi das Gleiche. Fahren hier unten vorbei. Die Sache ist nur die, das wird ja ein zentraler Knotenpunkt. Hier wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir eine große Bus- und Tramstation hier reinbauen, ne? Das ist ja nur für Bus. Wir bauen hier mal eine rein. Machen das auch ein bisschen länger. Bauen das hier rein, dass es quasi auf der anderen Seite dann wieder rauskommt. Dass wir die hier reinbauen. Verlängern das Ganze nochmal. Passagier. Und machen dann hier. Zugang. Genau. Perfekto. Sehr cool. Können wir uns das hier nämlich quasi sparen. So gefällt mir das. Und dann haben wir auch noch Terminals frei. Ah ne, wir brauchen ja erstmal Bushaltestellen, Tramhaltestellen, damit wir die Abdeckung dann auch sehen. Ja, das ist eigentlich nichts, was ich toll finde, weil das sieht immer doof aus, ne? Wie die Haltestellen dann da in der Luft schweben. Alles andere als toll, deswegen würde ich die dann lieber hier oben hinbauen. Dann bauen wir hier ab. Machen hier noch. Dann fahren wir hier rein. Fahren über die Brücke. Halten hier an. Halten dort an. Hier oben. Hier.
Sehr, sehr cool. Tram Frankfurt Main, Linie Nummer 1. Und das Ganze entgegengesetzt bitte auch nochmal. Perfekt. Linie 2. Jetzt können wir uns die Abdeckung mal angucken. Ja, ist erstmal okay. No. Hier machen wir eine kleine Straße durch. Ich hoffe, das geht. Ja, das geht sogar. Hier auch noch. Die Trams auf die Reise schicken. Ihr habt übrigens auch ziemlich viel kommentiert, dass ich hier auf jeden Fall noch ein paar Städte rausnehmen soll. Das machen wir gleich nochmal. Ich denke, dass das ohne geht das nicht. Ne? Übrigens die schönen Trams hier für Berlin schon. Werden wir dann auch noch benutzen. Und hier benutzen wir in Frankfurt... In Frankfurt benutzen wir die Stadtbahnwagen. Ja. 5 Stück. Und 5 Stück. Auf die Seite machen wir einen Tunnel. Den machen wir aber auch gleich vierspurig. Auch wenn wir den erstmal nicht benötigen, würde ich den trotzdem viergleisig machen. Ah! Müssen die Gleise noch raus von der Schnellfahrstrecke. Das habe ich gar nicht bedacht. Das machen wir natürlich noch. Das ist ja die Schnellfahrstrecke, die in Richtung Süden führt. Und die führen wir hier auch raus, bevor die Stadt hier auch noch irgendwie irgendwas zubaut. Mir gefällt das selber nicht immer so hundertprozentig, viel von den Städten wegzunehmen, aber lieber am Anfang als dann später. Und dann machen wir hier den Tunnel rein. Dass wir hier dann nach unten fahren. Hier nach unten. Das geht gar nicht. Doch, das geht. Ist okay. Na, vielleicht so. Ist vielleicht besser. So. Hier auch noch eine Verbindung haben. Die Gleise müssen wir noch mal anders legen. Autosave. Führen. So. Okay. Die ersten Passagiere verteilen sich überall. Sehr cool. Hier helfen wir der Stadt auch nochmal nach unten. So, ich hatte mir überlegt, zum Beispiel hier nehmen wir Augsburg raus, ist einfach viel zu nah an München. Das ist einfach zu nah. Und genauso hier, Chemnitz, Zwickau, Hof, würde ich hier Zwickau rausnehmen. Es tut mir wirklich leid für alle, die jetzt in den Städten wohnen, die ich hier rausnehme.
Aber wir müssen hier einfach noch mal ran. Das ist sonst auch Magdeburg hier. Dann nehme ich hier auf der Seite, nehme ich den Stadtteil raus. Zwei reichen da. Hannover würde ich jetzt lassen mit zwei Stadtteilen. Hier nehme ich Schwerin raus. Was haben wir noch? Stralsund, Bergen lassen wir auch. Stettin und Schwedt. Da würde ich hier Schwedt rausnehmen. Sonst haben wir wieder nach 30, 40, 50 Folgen einfach komplettes Chaos. Hier haben wir Stralsund, Rostock, Fehmarn. Hier. Einmal Nykoping raus, hier oben. Rendsburg raus. Kiel-Flensburg. Cuxhaven, Bremerhaven. Hier würde ich Wilhelmshaven entfernen, Bremerhaven entfernen. Bad Bentheim kommt weg. Trier-Luxemburg. Hier würde ich Metz rausnehmen. Metz einmal weg. Kaiserslautern, Saarbrücken. Und hier Ludwigshafen. Einmal raus. Und hier das Ballungsgebiet würde ich aber lassen. Und hier machen wir, was nehmen wir hier raus? Osnabrück oder Münster oder Meppen? Ich würde sagen, Münster ist auch zu nah hier an Dortmund. Gefallen tut mir das auch nicht zu 100%. Aber ihr kennt es ja von der alten Deutschlandkarte. Gut, die war größenwahnsinnig. Das hier ist ja nur eine sehr große Map. Wir haben da, auch wenn ich mich hier 100 Mal wiederhole, sonst keinen Spaß. Zumindest nicht auf lange Sicht gesehen. Hier müssen wir auch noch mal ran. Dass wir hier die Verbindung wiederherstellen, so gut es geht. Lutherstadt Wittenberg hier einmal rüber. Mal die Steinbrücke. Dann hat man hier Zwickau weggenommen. Ne? Müssen wir hier einmal die Verbindung wiederherstellen. Augsburg, München. München ist hier. Rüber. Ja, dass wir schon mal ein paar Städte weniger haben. Ich glaube einfach, dass es immer noch zu viele sind. Ist ja hier schon wieder mega zusammengewachsen, ne? Aber ich hoffe halt dadurch, dass es keine größenwahnsinnige Map ist, dass es dann am Ende des Tages besser läuft, ne? Und jetzt hat der RE1 hat dann auch mehr Passagiere hier in Frankfurt. Da kommen schon mal ein paar mehr. Und auch die Schnellfahrstrecke dann natürlich, ne? Ja, und im Stream heute Abend werden wir dann mal gucken, dass wir ein paar neue Strecken bauen. Und mal gucken, ob das dann abgehend von München ist, hier unten, oder von Frankfurt. Ich hätte schon Bock, hier von München erstmal die Strecke hier rüber, nach Ulm, nach Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Basel. Da hätte ich schon Lust drauf. Aber ich hätte genauso Lust drauf, eine Strecke hier rüber nach Österreich. Ne? Das ist ja die hier nach Österreich führt. Einmal hier rüber. Das wäre hier Rosenheim, Salzburg, Linz. Dass wir das machen. Hier würde ich zum Beispiel auch Bad Weißmar rausnehmen. Könnte man auch machen. Dresden hat auch noch vier Stadtteile. Können wir hier auch mal Dresden-Cotta einmal da rausnehmen.
Oh, ich sehe schon die Kommentare. Nein, meine Stadt ist weg. Das müssen wir einmal wieder verbinden hier. Ja, mal gucken, was wir dann im Stream machen. Heute Abend um 20 Uhr gibt es den nächsten Stream hier von der Karte. Also 19.05. 20 Uhr. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten, ja, haben wir uns in der Folge hier ein wenig um Frankfurt gekümmert. Ich denke, das war auch nötig, ne? Dass wir hier den Bahnhof dann auch füllen können mit Passagieren. Der Stau hier auf der Brücke hat auch abgenommen, jetzt erstmal, und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja, kurz und knapp heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich sehr freuen, euch heute Abend im Stream begrüßen zu dürfen und sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.